Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte fürs Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Mittwoch. Besonders vergessen, weil dann ist wieder zu weit. Obwohl ich jetzt die Folgen alle schön sehen kann, ich muss nur durchzählen. Dann weiß ich, Folge 11 ist Samstag und Folge 13 ist Sonntag. Ja. Falls ich vergessen sollte, ich wünsche natürlich allen einen schönen Advent. Ob dem dritten oder vierten, ist da viel näher. Am vierten werde ich fahren, also laut meiner Vorstellung. Habe ich schon vorgenommen. Das heißt, bis Samstag muss ich alle Folgen hochladen haben. Dann muss ich mal eine Woche mal abends ein bisschen was tun. Ne? Ja, nach der Spätschicht geht es immer noch besser, weil ich früh ausschlafen kann. Frühschicht ist ein bisschen blöder, weil ich nach der Frühschicht dann möchte ich gerne, dass ich abends endlich rechtzeitig ins Bett komme. Ist mir die Woche eigentlich fast gar nicht gelungen, in Anführungszeichen. Aber im Großen und Ganzen. Donnerstag, Freitag war ich ausgeruht. Die ersten drei Tage waren eine Katastrophe. Ich muss dazu sagen, ich habe die Nacht von Sonntag zum Montag auch ganz schlecht geschlafen. Beziehungsweise fast gar nicht. Das ist ein bisschen blöd. So, worum lädt ihr jetzt ab? Jetzt macht er rechts. So, Abladen ist Y gewesen. Endlich wieder Holz, ne? Ja, das ist unsere einzigste Einnahmequelle zur Zeit. So, die man drei wieder aufladen. Dass die jetzt nochmal abgeladen werden. Die reinrollen. So, genau. 1, 2, 4, 5. Jetzt können wir entsprechend gleich wieder zurückfahren. Dann fahren wir hier oben lang und dann links und dann rechts. Holz haben wir jetzt reingefahren ungefähr. 90.000 waren ungefähr drin gewesen. Naja, ein Teil hat er verarbeitet sicherlich. Das geht. Also 100% glaube ich, kriegen wir den nie voll. Dazu müssten wir mehr Holzfäller haben. Ein Holzfällerhelfer. Aber dann geht ja kein Crossplay und kein Autoreifen. Auto geht trotzdem, geht auch mehr Spieler. Aber was nicht geht, ist Crossplay dann. Ich meine, wenn wir Helfer hätten, also menschliche Helfer, dann wäre es ja kein Thema, wenn man nur sagen, wer was macht, ne? Die Arbeiten, die anstrengend müssen dann gemacht werden. Aber das ist ja ein Problem an sich. Man muss ja, jeder muss Zeit auch dann haben, wenn man die auch noch macht, ne? Das ist eine, das Schwierige dabei. Denn viel variieren kann man nicht an zeitmäßig und so. Das ist ein bisschen schwierig. Das heißt auch so ungefähr jeden Tag muss dann entsprechend gemacht werden. Wenn ich mal so ein Angebot kriege mitzumachen irgendwo oder gesucht wird, dann müsste ich hier Abstriche machen, also je paar Folgen weniger machen, also vielleicht 4 Folgen weniger machen, damit die anderen entsprechend reinpassen würde. Und zwar zeitlich, weil dann ist meistens Freitag Aufnahme, weil meistens Freitagabend viele Zeit haben und ab und zu mal auch Samstagabend, auch mit Livestream. Wenn ich gefragt werde, wenn ich auch da einmal sagt, nö, wir haben jetzt für dich keinen Platz, dann ist es halt so. Wir können das, wir müssen das nicht. Bleib mal ganz vorsichtig, wir sind da flexibel. Bin da nicht so. Immer jeden Mist mache ich auch nicht mit. In Anführungszeichen.
Das muss auch zeitlich passen, ne? Also. Also ich mache persönlich ganz gerne zusammenhängende Sachen, wo man sagen kann am Ende, oh, da warst du gemacht. Das Ziel hast du erreicht. Und die kurzen Dinger sind ein bisschen Anführungszeichen blöd. Wir kriegen die nicht voll. Das sehe ich jetzt schon. Da liegt nur einer, den nehmen wir gleich mit. Und dann werden wir gleich mal ein paar Bäume fällen. Schnell gefahren. Aber wir können jetzt von Not nochmal abladen her. Überlänge. So, da liegen noch ein paar. Den werden wir gleich schnappen. Und dann schauen wir mal, abgeladen bekommen. Im Fahren soll man nicht aufladen. Oder man steht fast. Da ist ein Baumstumpf. Da kommen wir rüber. Ich komm rüber. Laden wir kurz ab. Durch den Balken, den wir uns stören, da kommt ein Schluss. Fast. Ja, fast. Aber das macht ja nichts. Ne? Das hätten wir beide gewusst. Ich finde das gut mit Onload. Das habe ich anfangs gleich vermisst. Aber komm, du willst auch noch mitkommen. Ja, notfalls bleibt der halt liegen, ne? So. Da können noch was rauf. Objekt zu schwer. Greifen. Die unsichtbare Hand. Na gut, den machen wir eine Fräse draus. Die Fräse und macht das schon klein. Noch alle scharf. Ja, wollen wir mal schärfen, ne? Der Schleißteiler halt. Aber das ist ja im Grunde gar nicht mal so gut. Weil die im Prinzip große, glatte Bäume brauchen und der Wald ist ja leider, sollte eigentlich gemischt sein. Also für Maschinen ist das nicht geeignet. Die Idealwelle, wenn man so. Und bei Handfällen kann sich glaube ich keiner mehr leisten. Ein paar Ausnahmen, das sind Wälder, wo man in der Maschine hinkommt. Das ist in Österreich in den Gebirge halt so. Aber ansonsten ist das hier. Ja, wir wollen es verkauft hätten, hätten wir vielleicht 50.000 bekommen. Vielleicht auch 60.000 oder so. Ja, dann haben wir eine Toilette viel mehr, ne? Das ist eine Wertschöpfung. Eigentlich müssten wir noch Nägel im Baumarkt kaufen. Wir müssen den Säge wegbringen. Wir müssen ja irgendwas auch vernageln, ne? Sonst können wir ja keine Toiletten herstellen normalerweise. Die Holzregel geht nur schlecht. Geht schon, ne? Aber ob das lange hält, ist die andere Frage. Ne? So, war noch ein Baum. Bäume sind noch hier, ja. Rechts und links. Links und rechts. Ja, dann müssen unsere vorne mal wachsen, ne? Der Wald wird immer kleiner. Aber zur Not kaufen wir noch neuen Wald. Wenn wir eh müssen. Anführungszeichen. Ja, müssen nicht, aber. Zum Winter wollte ich nicht so gerne noch einen Wald haben.
Weil der Motorrad kann nicht wechseln. Wo wir im Herbst nachher mit der Aussaat zu tun haben werden. So, aktuell sind wir hier. Das gehört als uns. Ja, diesen Wald haben wir noch. Das ist auch noch Wald. Hier ist noch ein bisschen Wald. Müssen wir mal gucken, was das kostet. Das ist bezahlbar, sag mal so. Das sind hier, Entschuldigung, Splitterflächen. Der Wald kostet ja, 900.000. Wäre mir auch persönlich nicht so weit weg. Weil das Sägeweg ist da. Das heißt, von da wäre schon ein bisschen weit zu fahren. Also hier könnte man noch was machen, ne? Und da und da. Und der ganz große Wald ist da oben. Wäre aber auch nicht weit weg, ne? Von praktisch von der BGH runter, da vorbei und geradeaus. Dort geht auch noch. Und da ist auch noch ein schöner Wald, da schöne Parzellen. Da oben würde ich mal eher mal nicht machen wollen, ne? Hier wäre noch so eine Fläche. Ach, das ist eine. Da wollten wir irgendwas bauen. Ich glaube, immer mit Kies und Sand. Wir müssen ja mal Zement herstellen. Weil wir ja die Brücke bauen müssen. Wollen. Nicht müssen. Mal schauen, was die Fläche so bringt an Getreide. Ah, nicht rein. Gras. So, Reifenzustand. Feldfrüchte. Ich möchte gerne, dass das Gras so aussieht wie da. Dunkel. Gelb können wir auch schon ernten. Mega Arbeit fleißig. Bin ich so klein oder ist es so hoch? So. Ich glaube hier laut Berechnung von unserem Mod hier, was wir drauf haben, hier für Feldinfo, glaube ich, zeigte mir an jetzt hier Erntemenge 2 Millionen ungefähr, das ist eine grobe Schätzung, 2 Millionen ist schon heftig, da sind da etliche Anhänger voll. Aber da pressen wir bald. Wir werden hier nur Mais mit Silo machen. Ansonsten wären wir ja nicht glücklich, sagen wir so. Bin ja hier alleine. So, zurück zum Wald. Was hatte ich da mal gegrübelt? Mensch, meine Fahrzeuge sind weg, ne? Wahrheit. War ich zu weit weg. So. Aber gut, das sind Dinge, die man machen muss, Erfahrungen. So. Ich wollte gerade sagen, nur 18, nee, ist 13. Geht weiter, mit Holz sehen. Ja. Wir wollen aber das mal schaffen. Wir wollen ja noch Dings bauen, ne? Schlachthof. Wir werden bald die ersten Schweine rüberfahren. Wir hatten 60 oder 72, 9, 9, 7, 63 oder so, ne? So, dann teilen die Schweine mal 9, 63 und so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alle waren ja nicht fertig. Wow. Hat dann 567 Freunde. Weil die werden die alle auf einmal, ne? Also sobald die 90 voll sind, können wir den nächsten Stall bauen. Doch den nehmen für 300 Stück Tiere nehmen. Heftig. Da können wir aber viel Geld mit Fleisch verdienen hier. Und Wurst. Und Schinken. Ist ja Fleisch.
Aber ich muss es so machen, dass ich nicht die Tiere verwechsle, das Muttertier und fruchtbares Tier. Also Schweine sind ja relativ früh fruchtbar, sagen wir so. Und daran denkt, Wildschweine, nach einem Jahr sind die ja soweit. Ne? Das ist mit Hausschweinen hier anders. Also im Realleben wird man das erkennen, man wird das entsprechend trennen. Wird auch gemacht. Im Grunde werden die Tiere nach ihrem Alter sortiert und dann entsprechend, wenn es weit ist, in den Schlachter gefahren. Das ist ein Schlachthof. Ja, nicht ganz früher war sicher die erste Mal, die sind von der Sau getrennt worden. Wie hießen die Läufer? Dann waren es keine Ahnung. Böse von mir. Die Buchten haben sie immer entsprechend angepasst, weil kleineren brauchen etwas weniger Platz. Und die größeren brauchen sogar mehr. Das heißt, die Buchte muss entsprechend angepasst sein, dass man auch entsprechend nicht zu eng hat. Ne? Also gibt es ja Vorschriften, die gab es ja früher glaube ich nicht. In Anführungszeichen. Aber die sollten Tiere sollten auch nicht zu eng machen. Also das ist auch ungünstig, weil die sollen auch alle Platz für beim Topf, ne? Wenn nur Schwein was fressen kann, wird auch entsprechend wachsen. Deswegen ist das so, dass die Tiere eigentlich in der Größe entsprechen. Wir haben noch per Hand ausgemistet. Arbeit ohne Ende. Und Wind tut es auch nicht gerade wenig. Also Schwein ist extrem. Dazu sagen. Also Schwein. Ich habe ja mal als Schüler mal im Stall gearbeitet. Also ich muss dazu sagen, also bis heute ist es naja, vielleicht ein bisschen besser. Aber nur vielleicht. Aber der Geruch ist geblieben. Und ich sag mal so, so war mein Eindruck, nach dem Waschen, einmal schwitzen, und du hast wieder gerochen. Weil das zog irgendwie in die Poren rein. Wir hatten zwar zu Hause auch ein paar Schweine gehabt. Aber war nicht so extrem, weil man war nicht so lange drin. Aber wenn man jetzt im Stall Arbeit gerade hat und man hat 2 Stunden gebraucht, dann hat man schon den Geruch angenommen. Ne? Wie gesagt, Knochenarbeit, ne? Alles per Hand. Von Füttern bis zum Ausrüsten. Das wird zusammen. An schönes Zeichen. Also. Was ein Schwein frisch, kommt auch wieder raus. Schöne Zeit. Ist ja halt so, ne? So, liebe Tore, das soll es für heute gewesen sein. Morgen machen wir mal Holz, ne? Dann haben wir auch schon 15 Uhr. Wir müssen mal schauen, wie lange die Zeit vergeht. Bei 5 werden wir jetzt 5 hier ungefähr kalkulieren können. Wir müssen noch Stunden fräsen, ne? Also wir haben noch genug da. Ja, dann sagen wir zu wegen irgendwie Verschau. Ich danke noch fürs Reinschauen. Ich bin gefreut, dass ihr da wart. Auf alle neuen Abonnenten, falls welche gekommen sind. Schade, dass wir ein oder zwei gekündigt haben oder aufgehört haben. Und, naja, gut, vielleicht haben sie auch keine Zeit, das kann man auch sein. Ne? Ich kann es verstehen. Aber für eine Liste, ne? Ist halt lohn. Ne? Plus kriegt man besser als Minus. Ich meine, ich persönlich habe eigentlich nicht vor, damit Geld zu verdienen. Aber letztendlich ist es so, wenn einer sagt zu dir, du kannst damit was dazu verdienen, wo sich auch lohnen würde, das kann ja nein sein. Aber das ist nicht mein Ziel. Wenn jetzt einer sagt, du kannst dich jetzt 50 Euro extra verdienen und dafür musst du jetzt ein Gewerbe anmelden, Gebühren zahlen und all dem Zeug, das will ich ja wieder auch nicht. Ne? Dann hast du halt irgendwie die Pflicht, das zu machen, das möchte ich eigentlich nicht. Aber wenn die Summe dicker wird,
Ja, warum nicht? Aber hier Mitgliedschaft und sowas, das habe ich nicht mehr. Ich möchte im Prinzip nichts extra machen für irgendjemanden. Wenn muss aber auch was angeboten werden. Ne? Also das persönlich sehe ich noch nicht so. Wenn mal Werbeeinnahmen kommen würden, also aber das war sehr, sehr weit weg. Also ich persönlich glaube noch nicht dran, dass Taus aber das kommt. Ich sag mal unwahrscheinlich. Aber ich habe auch mal ein Video gesehen, da hat gesagt, die ersten 100 sind schwer, die nächsten auch noch. Und da geht es dann flach auf flach. Na ja, gut. Lassen wir raffen. Das muss ja auch gefallen, ne? Und da sind ja sehr viele auf YouTube unterwegs, die das anbieten auf Let's Play. Für mich ist das im Prinzip nur, sag mal, ich würde so oder so spielen, ich hätte die Technik so oder so. Und das eine oder andere vielleicht nicht, aber. Aber auf Monitor oder auf Webcam, ja, die hatte ich sonst auch gehabt. Ne? Gut, das wäre die einfache gewesen. Ja, einfach HD. Aber. Tastatur und Maus und das hat man so oder so oder so. Oder die Konsole hier. So Leute. Lang geredet, Schluss für heute. Ja, tschüss. Danke fürs Einschalten.